Was fehlt dem E-Automarkt? Richtig, Kombis. Aber warum eigentlich? Das liegt an einem Mix aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen ganz klassisch an Angebot und Nachfrage auf dem Markt, denn aktuell sind vor allem SUVs, Limousinen und Kleinwagen sehr beliebt, weshalb sich die Hersteller vorerst auf diese Segmente auch konzentriert haben. Zum anderen gibt es bei der Produktion von Elektrokombis technische Herausforderungen, wie zum Beispiel die Platzierung der Batterie, die aufgrund der Kombikonstruktion Innenraum und Ladefläche beeinträchtigen kann. Auch die Gewichtsverteilung und Aerodynamik stellen ein Problem in Bezug auf Effizienz und Reichweite dar. Aber das lange Warten hat endlich ein Ende, denn mittlerweile haben die Hersteller Mittel und Wege gefunden und es gibt bereits einige Modelle auf dem Markt, die sich sehen lassen können. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir starten mit dem günstigsten Modell unserer Auswahl, dem Opel Astra Sports Tourer Electric. Mit einer Reichweite von 413 km nach WLTP und einem Kofferraumvolumen von 516 Litern ist das Modell von Opel eine gute Wahl für den Alltag. Auch die Ladeleistung kann sich sehen lassen. Hier lädst du in 26 Minuten von 10% auf 80%. Nachteil: Trotz einer Anhängerkupplung ist es dem Opel aufgrund mangelnder Zugkraft nicht möglich, einen Anhänger zu ziehen. Wichtig ist sie dennoch, da so zum Beispiel eine Fahrradhalterung mit bis zu 80 kg Traglast angebracht werden kann, also ideal für den Familienurlaub. Der Preis startet dafür bei 43.500 Euro. Und vorstellbar ist außerdem noch, dass es wie bei anderen Modellen noch eine Long-Range-Variante geben wird. Zudem noch bemerkenswert, durch die neue Batterietechnologie bei den LFP-Akkus kann das Auto ultraschnell in etwa 15 Minuten von 10% auf 80% aufgeladen werden. Übrigens, falls du mehr Infos zu den vorgestellten Modellen benötigst, dann check unbedingt nochmal die Infobox. Dort verlinke ich dir nochmal die einzelnen Modelle. Dann kannst du dir alles in Ruhe nochmal anschauen. Und wir schauen jetzt rüber zu den Franzosen, denn hier hat Peugeot ein kleines Platzwunder auf den Markt gebracht, und zwar den Peugeot E308 SW Allure. Mit 608 Litern Kofferraumvolumen überzeugt der elegante E-Kombi von Peugeot vor allem in puncto Platz im Auto. Leider lässt sich auch hier, wie beim Opel Astra Tourer, kein Anhänger anhängen. Mit einer Reichweite von 410 Kilometern und einem Preis ab 45.800 Euro bietet er ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis. Perfekt für alle, die viel Platz brauchen und dabei stilvoll unterwegs sein wollen. Kommen wir zum nächsten Modell unserer Auswahl, dem Volkswagen ID.7 Tourer. Der E-Kombi von VW glänzt mit einer Reichweite von bis zu 690 km nach WLTP dank seines 86 Kilowattstunden Akkus in der Pro S-Version und dem geringen Verbrauch. Ach so, und falls du dich übrigens fragst, was bedeutet eigentlich das WLTP, dann schau doch gerne mal in dieses Video. Dort erkläre ich dir alles zu den Herstellerangaben zu Reichweiten bei E-Autos. Der Kofferraum fasst beim VW satte 605 Liter, also perfekt für den Familienurlaub, den Wocheneinkauf oder als geräumige Transportmöglichkeit. Und sollte das mal nicht reichen, dann kann man noch bis zu 1200 Kilogramm anhängen. Nicht schlecht, oder? Er lädt mit bis zu 200 kW in nur 28 Minuten von 10% auf 80%. Und seine drei Isofix-Befestigungen machen ihn ideal für Familie. Der Preis startet in der Pro S-Version bei knapp 63.000 Euro, was für dieses Gesamtpaket echt fair ist. Es gibt außerdem noch ein Basismodell mit einer 77 Kilowattstunden Batterie und einer Reichweite von 621 Kilometern. Hier bist du bereits ab 58.000 Euro dabei. Wir bleiben in einer ähnlichen Preisklasse und schauen uns nun einen E-Kombi aus China an, den NIO ET5 Touring. Bei NIO gibt es eine Besonderheit. Statt zu laden, was natürlich bei dem Modell auch geht und ca. 29 Minuten dauert, um von 10% auf 80% zu kommen, kannst du deinen Akku aber auch ganz einfach in 5 Minuten austauschen lassen. Aber Vorsicht, momentan gibt es erst ein paar einzelne Akkutauschstationen. Daher kann man dieses Feature aktuell leider nur mit ordentlich Vorausplanung nutzen. Apropos Vorausplanung, mit der NBW Mobility Plus App ist das super einfach möglich. Dort kannst du alle Ladestationen an deiner Strecke einsehen und in deine Route einplanen. Alle Infos zur App findest du unten in der Infobox. Zurück zum ET5 Touring. Um den Service des Batterietauschs nutzen zu können, musst du außerdem deinen Akku mieten statt kaufen. Kommen wir zu den Fakten. In der Standardausstattung bietet er eine Reichweite von 435 km. Es gibt aber auch die Long-Range-Version mit 560 km Reichweite nach WLTP. Der Kofferraum fasst beim NIO rund 450 Liter, der durch einen doppelten Boden um zusätzliche 42 Liter für kleinere alltägliche Gegenstände erweitert werden kann.
Und wem das immer noch nicht reicht, der kann außerdem zusätzlich noch bis zu 1400 Kilogramm anhängen. Und was kostet der ganze Spaß? Ab 47.500 Euro bekommst du den chinesischen E-Kombi in der Grundausstattung. Hinzu kommen monatliche Mietkosten für die Batterie in Höhe von 169 Euro. Kaufst du stattdessen die Batterie, geht es hier ab 59.500 Euro los. Wir steigern uns ein wenig beim Preis und schauen mal nach Bayern. Hier hat nämlich auch BMW einen ersten E-Kombi konzipiert, den BMW i5 Touring. Der BMW i5 Touring ist natürlich, wie es sich für BMW gehört, ein echtes Luxusfahrzeug. Mit einer Reichweite von 460 km nach WLTP und einem 84 Kilowattstunden Akku ist er optimal für längere Fahrten geeignet. Der Kofferraum fasst stabile 570 Liter und er kann Anhänger bis zu 1,5 Tonnen ziehen, ideal für Wohnwagen oder Bootstrailer. Auch der Innenraum überzeugt. Ambientebeleuchtung, Curved-Display, Luftfederung und vieles mehr. Nicht ganz günstig, aber für einen BMW jetzt auch nicht super teuer. In der Grundausstattung gibt es dieses Modell ab 72.000 Euro. Hier nochmal schnell alle Modelle für dich im Überblick zum Screenshotten. Gut gemacht. Falls jetzt noch nichts mit dabei war, dann hier noch ein kleiner Service. Schau unbedingt mal in die Infobox. Dort habe ich dir nämlich weitere aktuelle und bald auf dem Markt erhältliche E-Kombi-Modelle verlinkt. Mein Fazit. Lange haben wir auf die ersten E-Kombis gewartet, aber wie du siehst, gibt es auch in diesem Segment mittlerweile faszinierende Modelle. Sicherlich hat jeder der vorgestellten Elektroautos seine individuellen Stärken und Schwächen. Solltest du also überlegen, dir ein E-Kombi anzuschaffen, dann kommt es eben auf deine Vorlieben an, bezüglich Preis, Reichweite und Platz im Innenraum. Wir bleiben gespannt, denn es werden sicherlich bald schon weitere E-Kombi-Modelle auf dem Markt erhältlich sein. Schön, dass du zugeschaut hast. Lass gerne ein Abo da, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und dann sehen wir uns bald schon wieder. Bis dann. Eine gute Wahl für... Luftfederung. Luftfederung. SW Allure. Mon ami. Mon chéri. Okay.